Im Sommer 2018 tauchte diese alte Bahnlinie in der innersten Talsperre auf. Sogar die Reste eines Bahnhofs wurden sichtbar. Woher kommen sie? Einst verband die innerste Talbahn Langelsheim mit Altenau im Oberharz. Die Strecke lebte vor allem vom Bergbau. Nach Schließung der Gruben wurde auch der Zugverkehr eingestellt. Zwischen Langelsheim und Wildemann verläuft heute ein asphaltierter Fußradweg, den man prima skaten kann. Ursprünglich verlief die Strecke auf dem Gelände der heutigen innersten Talsperre. Beim Bau der Talsperre wurde sie Anfang der 1960er Jahre verlegt. Bei extremer Trockenheit taucht der alte Bahndamm wieder auf. Der versunkene Bahnhof ist ein Rest des aufgegebenen Haltepunktes Lindtal.